Willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Freunde 2. Und wir haben heute eine ganz, ganz wichtige Mission, Leute. Und zwar, wenn ihr euch erinnert, sind wir beim letzten Mal gestorben und haben all unsere Items verloren, kurz vor Ende der Folge. Und heute ist die Mission, diese Items wiederzukriegen. Ich weiß nicht, ob das Ganze funktionieren wird oder nicht. Ich habe eigentlich schon Tools, ne? Ich würde sagen, wir bauen ein bisschen Holz erstmal ab und dann gucken wir, ob die Items noch da sind, Leute. Das wird sehr, sehr kritisch, denn eigentlich die spawnen die Items ja nach 8 Minuten. Aber wir haben eine Mod hier installiert, wodurch, wenn man stirbt, dann spawnen da diese Leichen. Die hatten wir bei Freunde 1 auch, das kennt ihr wahrscheinlich noch. Und dann kann man da den Loot noch rausholen und die Leichen bleiben eigentlich da, bis sie zu Ende gelootet wurden. Das heißt, in der Theorie müsste der Loot eigentlich noch da sein, aber es gab ein paar Probleme mit den Mods und ich weiß, dass jetzt nochmal die Modliste ein bisschen neu gemacht wurde und nochmal irgendwelche Bugfixes gemacht wurden und so, und ich habe Angst, dass sich jetzt meine Items vielleicht weggebuggt haben oder vielleicht dadurch alle Sachen entfernt wurden, alle Leichen, die noch irgendwie rumlagen oder so. Das heißt, wir müssen mal schauen und hoffen einfach mal, dass die Sachen noch da sind. Ich würde sagen, wir haben hier ja schon unser Grundstück geclaimed, Leute. Wir bauen hier jetzt erstmal so ein kleines Dirthaus hin. Das will ich nicht lange stehen lassen, aber ich will jetzt kurz meine Items hier das ist ein bisschen blöd. Ich will meine Items hier kurz irgendwo hinpacken in eine Kiste. Und wobei, nee, wir machen das smarter. Ich muss dafür gar kein Dirthaus bauen. Und zwar will ich meine Items in eine Kiste packen, aber es gibt ja diese Waschbären, die klauen, ich glaube, nur Essen aus den Kisten. Aber ich weiß nicht, ob es noch irgendwelche Mobs gibt, die vielleicht noch mehr als Essen aus Kisten klauen können. Und deswegen will ich meine Kisten saven. Aber wir können da einfach Blöcke drauf platzieren, dass man die nicht öffnen kann. So, weil ich würde natürlich gerne den Dia saven, den Flo mir geschenkt hat. Ehrenmann. Und wenn wir Glück haben, dann kriege ich auch gleich meine 3 Dias wieder, die ich beim letzten Mal verloren habe, als ich gestorben bin. Und dann, das Bett können wir auch hier lassen. Essen. Essen brauchen wir noch. Okay, das könnte auch kritisch werden. Aber ansonsten haben wir, glaube ich, alles, ne? Die Gold-Chestplate hier, würde ich sagen, ziehe ich an. Diesen wundervollen Hut, den ich hier habe, lasse ich auch mal da, weil wer weiß, vielleicht sterbe ich, ne? Man weiß nicht, was jetzt gleich passiert. Und dann das Schild können wir da lassen. Dann besorgen wir uns mal Essen. Und dann geht's auch schon los. Oh, hier hat sich ein bisschen was getan. Flo hat schon ein Feld. Der ist gerade nicht online. Da leihen wir uns mal ganz kurz ein bisschen Weizen aus. Das ist bestimmt ein Gemeinschaftsfeld, oder Leute? Ich denke, das ist ein Gemeinschaftsfeld. Oh, Easy an Fortschritt erzielt. Long gone. Easy ist auf jeden Fall schon wieder ordentlich am Reinsuchten hier. Ich weiß auch, dass Easy damals bei Freunde 1... lol, ich habe Hobbygärtner bekommen. Ich weiß auch, dass Easy damals bei Freunde 1 mit am meisten online war am Anfang. Und eigentlich immer online war und super viele und krasse Sachen gebaut hat. Und ich habe jetzt auch schon gemerkt, ich habe seit Projektstart immer mal wieder geguckt, wer gerade so auf dem Server ist. Und da war ständig Easy online. Also ich bin gespannt, ob die da wieder irgendein richtig heftiges Projekt nachher hat oder irgendwas richtig krasses baut. Wir müssen mal gucken, was wir hier hinbauen, weil ich bin ja nicht der Beste im Bauen, Leute. Von daher müssen wir mal schauen. Lasst auf jeden Fall schon mal gerne ein Like und ein kostenloses Abo da für mehr Minecraft-Freunde-Content, Leute. Und ich würde sagen, ich farme jetzt hier ganz entspannt ein bisschen Essen und dann machen wir uns auf den Weg. Ich weiß noch nicht, was ich farme. Ich dachte, ich kann ein paar Tiere mitnehmen, aber hier sind gerade keine. Genau, dann machen wir uns auf den Weg. Die Koordinaten habe ich. Aber ich habe absolut keine Ahnung, wie es da aussieht und wie wir da hinkommen. Müssen wir mal schauen. Oh, guck mal, hier ist so eine kleine Höhle. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ich hatte auch super viel Eisen, Leute. Ich war eigentlich richtig gut equipped tatsächlich schon. Ich hatte ein volles Inventar und bin dann gestorben. Ich hoffe wirklich, dass die Sachen noch da sind. Drückt mir bitte die Daumen. Wenn die Sachen weg sind, haben wir so viel verloren. Das sind einfach, also eigentlich sind es nur irgendwie, ja, 2 Stunden, 1,5 Stunden Progress oder so im Spiel. Das geht an sich noch. Aber ich hatte irgendwie, ich war mit Flo und Gam unterwegs und wir hatten irgendwie so viel Glück mit dem Stuff, den wir gefunden haben. Deswegen wird es, glaube ich, schwierig, die ganzen Sachen schnell wiederzukriegen. Ich nehme mal Kupfer mit, weil wir können uns ja Kupferrüstung machen mit einem Modpack hier. Das ist ganz cool. Dann haben wir wenigstens ein bisschen Rüstung, bevor wir losgehen, und machen uns noch ein Schild und so. Oh, okay, Leute, ich bin hier gerade am Zombies Farm und die droppen ja jetzt hier manchmal so Common Headback und Uncommon Head Grabback. Achso, Grabback, beides. Das sind so Hüte irgendwie, die man bekommen kann. Wir machen mal Unboxing. Und was habe ich bekommen? Scouter, was ist das? Lol. Okay, dann der andere. Was haben wir da drin? Zack, Camera Beard. Kann ich da von Skibidi Toilet versus Cameraman sein? Oder was ist das jetzt hier genau? Ich habe einfach einen Bart mit einer Kamera drin. Junge, was ist das denn? Das saven wir direkt mal in der Kiste hier, würde ich sagen. Ne? Also die dürfen nicht verloren gehen. Oh, Skelett. Von wo? Ah, da ist er. Vielleicht droppt er auch was. Komm schon. Gib mir was Gutes, gib mir was Gutes. Und zack. Knochen, perfekt. Yo! Was? Droppt er die Trompete? Junge, der wird von einem Wolf verfolgt und ist ein Skelett mit einer Trompete. Was ist das denn? Warte, den muss ich holen. Den muss ich holen. Kann er mich angreifen? Jo, kann der sogar. Bitte sag mir, der droppt die. Komm. Nein, tut mir leid, Wolf. Hat er die gedroppt?
Nee, leider nicht. Aber wir haben hier gerade auch noch so einen Rare Head Grab Bag bekommen. Den machen wir auch mal auf. Und wir haben Top Cat Head. Cool. Da können wir richtig Hüte sammeln. Ich bin gespannt, was es da alles so gibt. Es gibt auf jeden Fall auch... Oh Gott, ich bin fast tot, sehe ich gerade. Es gibt auch welche mit so RGB-Beleuchtung. Das ist auch ganz cool. Davon hat Flo tatsächlich schon ganz viele bekommen auch. Okay, Leute. Ich bin ready. Ich habe Kupferrüstung an. Wir haben jetzt nicht das beste Essen, weil ich kann dem mal noch ein bisschen was wegpacken. Ich habe 3 Fleisch nur, aber auch ein bisschen Rotten Flesh. Ich hoffe einfach, dass das erstmal ausreicht, Leute. Und notfalls müssen wir mal schauen. Vielleicht finden wir unterwegs ja auch noch ein bisschen Essen. Der droppt mir auch nochmal Rotten Flesh. Das ist ganz gut. Und wir können sogar nochmal ein Unboxing machen. So, Knochen packen wir weg. Und ich würde sagen, dann gehen wir los und suchen unsere Items. Ich bin sehr gespannt. Leute, schreibt gerne mal in die Kommentare, was wir vielleicht hier hinbauen könnten für eine Base. Beim letzten Mal hatte ich eine fliegende Insel. Will ich jetzt aber nicht nochmal machen. Ich dachte, es ist cool, wenn wir was Neues machen, was ich vorher noch nicht hatte. Und Unboxing! Okay, das packen wir auch weg. Aber ja, ich dachte, es ist cool, wenn wir was Neues vielleicht bauen. Ich bin halt nicht der Beste im Bauen, deswegen müssen wir mal schauen, was wir machen. Also, wir müssen zu minus 80, 0, minus 21. Das ist ein ganz schönes Stück, aber ich glaube, die Richtung hier ist ganz gut. Ich realisiere nur gerade, ich habe vielleicht nicht genug Platz im Inventar, ne? Ich werde auf jeden Fall Sachen wegschmeißen müssen, wenn ich meine Leiche finden sollte, falls sie noch da ist, weil da war auf jeden Fall mein Inventar voll. Guck mal, hier sind noch Beeren, die können wir mitnehmen. Mir ist leider gerade auch eingefallen, ich habe mal schnell noch einen Screenshot gemacht. Ich habe gar nicht die Koordinaten von der Stelle, wo wir jetzt bauen. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob ich gleich zurückfinde, um ehrlich zu sein. Wir sind jetzt so ziemlich genau an der Stelle. Minus 80, minus 21. Ich hoffe, das ist richtig. Ich habe das Gefühl, beim letzten Mal war ich irgendwo anders. Wir graben uns hier einfach mal straight runter. Ich place über mir mal wieder so 2 Blöcke und wir nehmen die Fackel in die Offhand, damit wir was sehen. Und wir machen es ganz entspannt. Wir graben uns safe nach unten. Ich habe halt 90 Blöcke ungefähr, die ich mich jetzt runtergraben muss. Das wird spaßig. Habe ich 2? Okay, ich habe 2 eine Pickaxe. Das sollte hoffentlich reichen. Ich meine, das ist ja auch schon mal ganz gut. So können wir ein bisschen Cobblestone farmen. Ich weiß zwar noch nicht wofür, aber falls ich ein Haus aus Steine, aus Stein bauen sollte, dann haben wir auf jeden Fall schon mal genug Steine. Meine Pickaxe ist jetzt schon kaputt. Ich weiß gar nicht, ob die ausreicht, um ehrlich zu sein. Also die 2. jetzt, weil ich habe immer noch 40 Blöcke vor mir. Es hat die Hälfte ungefähr gereicht. Das könnte passen, ne? Aber die war halt auch nicht ganz heile noch. Ich höre auch schon die ganze Zeit hier Monster. Ich kann mir vorstellen, dass gerade neben mir direkt eine fette Höhle ist. Vielleicht soll ich auch mal gucken. Vielleicht kann man von da besser irgendwie runter. Weißt du nicht, wo die Höhle genau ist? Könnte hier sein? Nein, ist egal, ist egal. Ich grabe mich einfach straight runter. Ich meine, das ist okay. Hier bin ich an der perfekten Stelle. Von daher ist es eigentlich das, was am meisten Sinn ergibt. Ich habe das Gefühl, ich falle sowieso gleich in die Höhle rein. Tatsächlich. Also es ist gut, dass wir uns safe runterbauen. Wir sind fast da, Leute. Oh, Eisen. Das müssen wir mitnehmen. Außer ich finde meine Leiche, falls sie noch da liegt. Dann haben wir... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, okay. Boah, hier sind so viele Monster. Ich dachte, hier ist jetzt gleich direkt eins und killt mich. Warte, hier, da ist es. Da bin ich runtergefallen. Ich sehe aber keine Leiche, Leute. Nein, bitte. Bitte. Drückt mir die Daumen wirklich. Ich heule, wenn die nicht da ist. Das muss doch da sein. Bitte, 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 bitte. Das muss... Ich falle... Hauptsache, ich falle einfach nochmal runter. Ja, nein, Creeper. Oh mein Gott. Oh mein Gott, schnell ins Wasser. Da ist sie, Leute, da ist sie. Bitte. Ich glaube, ich kann noch alles looten, oder? Ich musste gucken, dass jetzt hier gerade kein Monster ist, was mich killen kann. Kein Creeper. Okay. Und ja. Oh mein Gott. Es ist noch alles da. Okay, wir nehmen mal alles rüber. Habe ich jetzt getauscht einfach die Sachen? Ich glaube schon, ne? Okay, wir müssen jetzt gucken. Ich, wie mache ich das am smartesten? Ich brauche eine Kiste oder so. Ich mache hier eine Kiste hin, dass ich da erstmal ein paar Sachen reinpacke und dann laufe ich hier vielleicht einfach 2 hin, Leute. So, die Betten packe ich da rein, das packe ich alles da rein, weil dann können wir einmal, hier gerade alles mitnehmen schon. Oder ich packe hier eigentlich, wäre smart, die unwichtigen Sachen reinzupacken, aber egal. Weil dann laufen wir 2 jetzt hier hin oder ich sortiere gleich aus. Mal gucken, Hauptsache ich habe hier gerade jetzt erstmal alles schnell gesaved. Ich weiß nicht, warum ich das so schnell mache. Ich habe irgendwie Angst, dass ich jetzt noch was weg... Oh mein Gott. Wegbackt oder so. Hauptsache, da kommt ein Creeper aus dem Nichts. Was ist das denn? Zack. Und tschüss, Creeper. Oh. Ich dachte, er stirbt. Das hat nicht ganz so gut geklappt. Okay, wir haben alles. Hatte ich noch Essen? Mit, nee, ich habe nur einen Goldapfel, ne? Und jetzt habe ich noch Rotten Flesh, aber Beeren auch. Rotten Flesh brauche ich nicht. Asche weiß ich nicht, nehme ich erstmal mit. Aber ich glaube, damit kann man nichts machen, oder? Kann man sich das Rezept irgendwie anzeigen lassen? Sehe ich hier, was ich mit Asche machen kann oder so? Keine Ahnung. So Bricks kann man machen. Und da, oh doch, daraus kann man sogar Sachen machen. Ist vielleicht nicht so hübsch, aber nehmen wir dann mal mit. Ich kriege hier trotzdem nicht alles mit. Wie mache ich einen Rucksack? Okay, habe ich leider nicht. Das Problem sind die Betten, Leute. Weil man die nicht stacken kann. Ich habe einfach 5 Betten und hier noch irgendwas. Ich habe, glaube ich, mein Problem gelöst. Ich habe jetzt nur noch hier die Eisensachen. Das brate ich eben. Dann könnte ich das auch noch mitnehmen, weil ich habe schon Goldbarren und auch Eisenbarren. In der Zeit können wir uns hier mal ganz kurz hier umsehen und gucken, ob wir... Dias finden, weil ich habe jetzt 3 Stück. Zu Hause habe ich auch einen, damit habe ich 4. Das ist schon mal ganz gut, aber ich hätte gerne mehr.
Und dann gehen wir gleich zurück zur Stadt und treffen uns da mit Easy. Da bin ich auch mal gespannt. Dann zeige ich ihr, wo ich baue. Die zeigt mir bestimmt auch, wo sie baut. Und mal gucken, was sie schon so geschafft hat. Auf nach Hause! Und diesmal falle ich hoffentlich nicht runter und sterbe. Oh Gott, hier ist Wasser. Nein, 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 nein. Ich glaube, ich bin letztes Mal, als ich meine Items holen wollte. Warte, ich mache euch mal Licht hier. Bin ich ertrunken. Könnte sein, dass das da drin ist. Wäre vielleicht gut, wenn das da ist, weil dann kann ich Easy hier rausschwimmen. Aber wenn ich hier den Ausweg nicht finde, dann ist das gar nicht gut. Oh, ich muss hier mal freigraben. Okay, let's go. Go, 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 go. Ist das das hier? Kann ich irgendwo hochschwimmen? Ich glaube, das ist mir zu riskant, um ehrlich zu sein, weil hier... Nee, 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 ich ertrinke, ich ertrinke, ich ertrinke. Ich muss zurück, ich muss zurück, ich muss zurück. Wo kam ich her? Wo kam ich her? Ich glaube, hier. Oh mein Gott. Okay. Oh, ich habe nach oben hin freigegraben. Das war smart. Hier geht es nämlich einfach wieder raus. Das ist ja perfekt. Und hier sind wir reingefallen vorhin, oder nicht? So, warte mal. Die Uhren hier müssen wir noch abbauen. Vielleicht ist da was Cooles drin, weil da können wohl manchmal auch seltene Sachen drin sein. Nein! Oh, nein, nein, nein. Oh mein Gott, da ist wieder so einer. Eigentlich will ich den haben, damit ich mich in den verwandeln kann, aber die sind super stark, da gehe ich nicht hin. Ey, gut, dass der da jetzt erst gespawnt ist. Wäre der da gerade gewesen, ich wäre so gestorben. Also ich, okay, was heißt super stark? Ich glaube, so ultra stark sind die nicht, aber ich glaube schon so, dass ich den jetzt nicht easy fighten kann. Zumindest jetzt am Anfang noch nicht, wo ich nur, also ich habe... Ich bin ja nicht mehr Full Iron Rüstung. Da sind wir auch schon. Freiheit, Leute. Let's go. So, jetzt muss ich nur zurückfinden. Ja. Wo war das nochmal? Ich glaube einfach in die Ritne. Oder? Das? Was ist das denn? Hier hat schon jemand was gebaut. Vielleicht ist das auch das? Nee. Warte, bin ich am Spawn direkt? Nee. Doch, doch, klar, ich bin am Spawn. Deswegen, 0-0 ist der Spawn, Leute. Und wir haben da in der Nähe aber irgendwo gebaut. Aber ich weiß nicht genau wo. Aber ich glaube einfach in die Richtung hier, hoffe ich. Wir sind dieses Mal, glaube ich, ein Stück weiter weg vom Spawn. Ja, guck mal hier. Oh mein Gott, Flo, ich liebe dich. Dafür, dass du einfach viel zu viele Grundstücke geclaimt hast. Jetzt kann man sich ungefähr vorstellen, wo man lang muss. Ich glaube, weil entweder war das in die Richtung... Nee, nee, das war, glaube ich, in genau die andere Richtung. Genau. Ich erinnere mich, hier war ich mit Flo, Easy und Gambo. Gambo hat hier einen Baum abgebaut und Flo hat dann gesagt, yo, Gambo, du hast den Baum nicht richtig abgebaut. Und dann hat Gambo Ärger bekommen und dann sind wir irgendwo in die Richtung hier gegangen. Das heißt, hier müsste das sein. Guck mal, perfekt. Oh mein Gott, beste Orientierungssinn. Dann wollen wir mal gucken, ob Easy schon da ist. Oder vielleicht erst mal eine Kiste machen, die Sachen reinpacken und dann suchen wir mal Easy. Warum sind bei mir eigentlich diese Kolibris? Da sind super viele vor mir. Hört ihr den Sound? Ich glaube, wenn Musik drunter liegt, hört man das nicht. Aber hört mal hin. Ey, die sind so nervig. Was machen die alle hier? Ist das wegen den Blumen? Aber hier sind doch überall gelbe Blumen, aber die sind nur bei mir. Oh, okay, Easy ist auf dem Hügel. Wir gehen da mal hin. Easy, cheesy, easy, cheesy. Was ist denn das hier? Der Ryan? Was ist das denn? Easy, was ist das? Was ist das hier? Wie soll ich da hinkommen? Ist das ein Labyrinth? Nein, oder doch? Hopp, 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 Ryan. Schneller, schneller, schneller. Okay, okay, okay. Ach, lol. Hä? Warte mal. Nee, das ist kein Labyrinth. Irgendjemand hat hier die Bären gepflanzt auf meinem Grundstück. Ach, das warst du gar nicht? Nee, das, ich habe zwei Reihen gemacht, hier vorne oder drei, ganz kleine. Und jemand hat das einfach erweitert und weiß nicht, was es hier werden soll. Darf ich welche? Aber wir können, von mir aus können wir auch noch mehr pflanzen. Wir können auch die ganze Ebene hier voll machen mit Bärenbüschen. Ja, können wir machen, warte. Ich hol welche. Ja, machen. Genau, hol mal ein paar Bären hier. Und wo wohnst du dann? Weißt du, wo Ben baut? Weil ich glaube, dass Ben das war. Ah, nee, ich weiß nicht, wo der baut. Hat der schon einen Ort? Ich glaube, der hat noch keinen. Hat der noch keinen Ort? Der wollte da bauen, wo ich baue. Ah. Aber jetzt habe ich ihm geklaut, das Grundstück. Easy, du weißt doch gar nicht, wo ich baue, oder? Nee, stimmt. Ich weiß doch gar nicht, wo du eigentlich wohnst. Okay, pass auf. Letztes Mal, ja, ich habe mir schon was geclaimed. Letztes Mal waren wir ja relativ nah beieinander. Jetzt sind wir ein bisschen weiter auseinander, ne? Dann kannst du gar nicht mein schönes Meisterwerk sehen, was ich bauen werde. Sind wir so weit auseinander, Ryan? Wieso geht das denn? Wir sind schon in Sichtweite, weil guck mal, ich bin hier vorne schon. Da bist du, okay. Ja. Da, Ryan, das ist da schon easy. Ein Stück. Naja, gut. Du kannst mich von da unten anbeten, das ist in Ordnung. Das ich dachte, bete dich doch nicht an! Junge, guck mal, siehst du die Wolken da? Mein Haus ist einfach auf Höhe der Wolken. Stimmt, hey, warum ist das so weit oben? Ja, stimmt, es ist Höhe 115 hier. Weil ich göttlich bin, oh yeah! Ey, was soll das jetzt hier? Aber die Kette ist cool. Wieso hast du deine Kisten? Dankeschön, hast du deine Kisten wirklich mit Erde gesichert? Ja, weil ich weiß nicht, Waschbären klauen immer Essen daraus. Warte, und ich war mir nicht sicher, ob es noch Mobs gibt. Ich helfe dir kurz, Ryan. Bleib mal da, warte mal kurz auf mich. Okay, ich warte hier. Ich esse Bären in der Zeit. Was holt Easy mir? Da kommt sie schon wieder. Ich bin richtig gespannt. Was kann man denn dagegen machen? Mr. Cole, ich habe die Lösung für Sie. Bauen Sie die Erde mal ab hier, die Bäume. Okay, guck mal, mit meiner Dia-Schaufel. Wow! Ja! Die hätte jetzt stehen bleiben müssen. Oh. Warte.
bin. Nein! Nein! Du hast doch sogar schon eine Dia-Schaufel! Ja, die habe ich gefunden! Ich hab drei Dias, aber die nutze ich jetzt aber nicht jetzt für eine Pickaxe. Aber jetzt kommt keiner mehr an deine Kisten ran! Du hast recht! Das ist doch oh super! Gott. Oh mein Gott, vielen Dank, Izzy! Wow! Bitteschön, du kannst alle wertvollen Items in die Kiste machen. Nee, warte mal, kannst du nicht mehr. Ja, jetzt nicht mehr. Kannst du nicht mehr öffnen? Jetzt nicht mehr. Aber guck mal rein hier. Stimmt. Alter, du bist so smart. Das ist richtig, da hätte ich gar nicht dran gedacht. Hä, wie gut. Bitteschön, bitteschön. Zwei Obsidian schuldest du mir jetzt. Was? Mit nein. Zinsen. 50% pro Tag. What? Nein, das kriege ich bis Ende des Projekts nicht zusammen. Das nennt sich Wucher. Oh Mann, ey. Okay, so. Aber schöner Plot auf jeden Fall hier. Schönes Grundstück hast du ja ausgesucht. Hier schön am Wald und so. Ich weiß noch nicht, wo. Ich glaube, ich baue hier drauf. So. Ja. Ich habe vorhin schon Brote geklaut, das mache ich jetzt auch nochmal. Wer wohnt da in diesem... Ja, das habe ich auch schon Das Dirt House, da wohnt Fabo, glaube ich. Das ist nochmal Fabo, okay. Also der wird nie online sein, wenn du willst, kannst du auch das Grundstück nehmen. Das Dirt House bleibt da bis Ende des Projekts. Stell dir mal vor, tut mir leid. Oder es wird weggesprengt. Man schlägt keine Mädchen. Ja, ich wollte das Weizen abbauen und du standst auf einmal. Naja. Und du baust es nicht mal wieder hin, das ist aber sehr, sehr Hey, cool. Das wollte ich jetzt machen, aber du hast es schon gemacht. Ja, war zu spät, würde ich sagen, ne? Das erzähle ich für dich. Nein, bitte nicht. Hier ist Olaf, ist der noch da? Niemals. Hast du noch zwei Weizen für mich? Leider nicht, nee. Ich habe keine Ahnung, wo Izzy jetzt gerade hinrennt, Leute, aber die hat mich einfach im Stich gelassen. Das war's mit der heutigen Folge von Minecraft, Freunde, Leute. Gerne liken und abonnieren, Mission war erfolgreich, wir haben unsere Sachen wiederbekommen. Ich bin auf jeden Fall sehr happy, abgesehen von dem Obsidian, was da ist, aber naja, da kann man nichts machen und ich würde sagen, auf Wiedersehen!